Willkommen zurück zu Legend of Grimrock, meine Freunde. Ich bin Mr. Carter 4, euer Let's Play in das Kaninchen. Und wir haben unseren zweiten Ogre besiegt in der letzten Folge. Jetzt schauen wir doch mal, wohin uns dieses Portal diesmal bringt. Wieder an den Anfang. Okay. Gut. Jetzt haben wir das schon mal geklärt. Wir haben ein Schalterrätsel gefunden, dem wir uns, oder ein Hebelrätsel, dem wir uns aber erst später widmen, nachdem wir diesen Kristall angeklickt haben. Wie schön, einen neuen Kristall gefunden zu haben. Das freut mich sehr, muss ich wirklich sagen. Den habe ich auf dieser Ebene bisher echt vermisst. Es waren ja schon mehrere Situationen, wo ich echt beinahe gestorben wäre, beziehungsweise hätte mehr als tot sein müssen. Hier liegt noch ein Armband. Hallo. Ein Feiertor? Das ist bestimmt mit Schutz gegen Resist gegen Feuer. Du hast... Selbst du brauchst es definitiv nicht. Du hast nur 2? Du hast 8? Also einer von euch beiden. Das Problem ist, dass ihr beide... dass wir eigentlich alle Armbänder haben, die gar nicht so schlecht sind eigentlich. Gerade das hier ist natürlich wirklich ganz cool. Das hier ist auch Strength plus 1. Kann er mehr tragen... Wie sieht's denn aus, wenn du es ablegst? Geht es noch? Okay, wenn ich dir das jetzt gebe? Okay, weil... Ach, das ist gar kein Armband, das ist ein Kopfschmuck! Stimmt, eine Torque ist ein... Torque ist ein... erklär ich gleich. 2 metal bands that clamp tightly around the neck. A faint sound of cracking embers can be heard emanating from it. Also ich kenne eine Torque... Also das scheint jetzt ein Halsreif zu sein. Macht ja auch Sinn, ist eine Kette. Ich kenne Torque aber eigentlich was zum auf dem Kopf. Na egal. Wer hatte noch keinen... Du hast noch nichts Vernünftiges? Ja, dann hier. Dann bitteschön. Du hast ja den. Dann kannst du deinen ja wieder anlegen, genau. Du hast ja hier nur dieses Schmuckstück. Schön, hast du auf jeden Fall jetzt schon 52 Feuerverteidigung. Das ist sehr angenehm. War jetzt hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Nee. Okay. Okay, hier ist... so ein lustiger Kopf. Hier ist eine Tür, die man öffnen kann. Hinter der... Temptor Nummer 1 wartet... erstmal noch nichts. Sind die nahe. Wenn ich jetzt hier drauf trete... Okay. Wenn ich hier drauf trete, schießt der. Ja. Wer hat denn den Stein von euch, du? Alter, das ist laut. Okay, ein Stein allein reicht. Das heißt, es ist eine Timing-Sache. Nee, es war zu schön. Puh! Das ist ein guter Auftakt für die Folge. Willkommen beim Failen. Bitte einmal schlafen. Mann, 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 Mann. Gut, dass ich gerade noch die Feuer Protection, dieses Armband, Kopfband, Dingsbums hatte. Das hat dementsprechend bei Don Bakker gut geholfen. So, und jetzt hier, meine Freunde. Genau. Nein. Oh, ich bin so. Junge, komm doch mal her. Funktioniert so ganz gut. Muss man sagen. Oh, waren es das jetzt alle? Waren noch nicht alle, waren noch nicht nur 2. Und hier kam noch einer, genau. Komm her. Fuck. Verdammt. Na gut, aber dann müssen wir jetzt erstmal... wieder schlafen, damit
Kramov wieder ein bisschen besser ist. Ich könnte natürlich auch zum Stein laufen, natürlich. Und wäre vermutlich auch schlauer gewesen, dann auch gleich das Mana wieder zu haben. Nee, kein Feuer. So. Ich hasse diese Feuerviecher. Toll. Wow. Eine Nachricht. Na, wer schreibt mir denn da wieder? Ist das die neue? Ist das die neue? Das ist die neue, glaube ich, ne? There have been people in these hallways before me, but when I went through this place here, it seemed like I was the first to open all the doors and pressed all the buttons. There have to be some people who oversee the dungeon. Interessanter und richtiger Gedankengang. Das ist ja auch das, was ich mich schon mal gefragt habe. Warte mal, du hast doch noch eine Lehre hier, genau. Wer sorgt dafür, ich bin zu dumm gerade, dass das alles wieder zu ist? Wenn wir hier durchgegangen sind zum Beispiel, ne? So. Nochmal nur, jetzt ist aber mal hier, ihr mit eurem Übergewicht. Nein, das Lembasbrot. Na, Lembasbrot ist auch zu schwer. Kannst du eine Flasche tragen? Kannst du zwei Flaschen? Ich möchte die Flaschen aber eigentlich nicht weggeben. Na, ist egal, gebe ich jetzt die Flaschen weg. So. Das ist ein sehr interessanter Gedanke von dem Freund, dem wir folgen, wo ich einfach mal hoffe, dass er ein Freund ist. So. Jetzt hätten wir dieses. Jetzt ist aber noch dieser Schalter da. Was macht der? Böses Wesen! Böses Wesen! Jetzt wissen wir auch, warum da dieses Teil... Ach, warte mal, ich gehe mal ganz kurz hier zum Kristall nochmal zurück. Klick! Ah, hier hat sich noch eine Tür geöffnet. Ach, da kam noch einer her. Ja, natürlich, wir müssen ja auch hier hinterkommen. Secret found. Ein neuer Stab. Ich stelle mich erstmal schnell wieder in Sicherheit. Secret! Ich habe ein Achievement freigeschaltet. Secret Searcher. Schön. Was haben wir denn da? Ein Schaman-Stuff. Required Spellcraft. 7 Energy plus 20. Willpower plus 2 und Earthbound. Poison Bolt and Poison Cloud Spells deal more damage. Dementsprechend etwas eigentlich für dich. Du hast nur kein Spellcraft 7. Das heißt, das nächste Level wird eher was in diese Richtung werden. Das ist nämlich besser, als dass du sie jetzt hast. A rune covered staff with a pulsating poison green gem attached to its tip. You can sense great power in it. Ja, dann sense mal ein wenig great power. Die Pilze sollte ich nicht essen, das sollen Zutaten sein. Essen wir das so. Sehr schön. Was haben wir hier? Eine weitere Schriftrolle. Hier kam, glaube ich, dieser Funke raus. Was sagt denn die Schriftrolle? Haben wir doch schon, Schriftrolle. Das könnte ich eigentlich auch mal öfters einsetzen, fällt mir gerade ein. So. Okay, dann packen wir die andere Schriftrolle mal zu den anderen Schriftrollen hier. So. Und nun bleibt eigentlich nur der Weg, wenn ich das jetzt gerade richtig überblicke. Ich habe bestimmt wieder eine Tür übersehen. Nach oben zurück zu dem Bereich, wo wir vorhin waren, wo uns der Ogre überfallen hat, beziehungsweise das Rätsel mit den 27 verschiedenen Hebeln. Ruhe, wer auch immer da hinten so rumstehend. Okay, also zum einen ist hier natürlich das... Wenn ich schnell genug in die Mitte komme, jetzt schnell genug in die Mitte komme, kann ich dort stehen bleiben, den Strahl abfangen. Okay, das wäre die eine Möglichkeit. Jetzt möchte ich aber noch wissen, was die Schalter tun. Hier ist noch einer. Ach, das war der, womit ich die Tür geöffnet habe, stimmt. So, wo waren denn die Schalter? Hier. Was tust du? Okay.
Das war zu einfach. Was haben wir da gefunden? Assassin's Dagger. Required Daggers 10, Attack Power 15, Accuracy 10, Speed 17, Life Leech. Life Leech. A wave-bladed slender dagger that only the most vile of the Lizardman Assassins dare to use. Tja, ich bin zwar kein Lizardman, das ist mir völlig egal. Ich bin... Kaninchen sind besser als Ex-Menschen. Deswegen werde ich das jetzt auch benutzen. Ist zwar ein Stückchen langsamer, macht aber zum einen ein bisschen mehr Schaden. Und... ist noch genauer. Und... dann packen wir für den nächsten das mal wieder dorthin. Und wir haben Life Leech. Nicht, dass wir das groß brauchen, weil wir so extrem gut ausweichen können. Aber sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher. Was machen denn die anderen Schalter? Nichts? Hä? Warte mal. Okay, whatever. Falls da noch irgendein Secret gibt, schreibt es mir bitte. Ich möchte jetzt hier nicht die nächsten zwei Stunden damit verbringen. Die Schalter hoch und runter. Das sind fünf Varianten, fünf Stück. Dementsprechend kann man sich ausrechnen, wie viele Varianten es gibt. 2 auf 5 müssten es sein. Dementsprechend 2, 4, 8, 16, 32. Ja, 2, 4, 8. Das sind 32 verschiedene Varianten. Die möchte ich gerade nicht alle durchprobieren. Und deswegen schreibt es mir, falls es dort noch etwas zu finden gibt, dann probiere ich das aus offscreen, damit ich euch das zeigen kann. So, jetzt muss ich mich hier dem stellen. Und bevor ich dem tue, werde ich noch speichern. Weil ich sehe es schon kommen. Ich muss ja zum einen, muss ich einmal runterfallen. Um zu schauen, was dort drunter ist. Und zum anderen muss ich natürlich auch dort drüber laufen. Und gerade letzteres wird sicherlich sehr aufreibend bis spannend. Deswegen werde ich hier gleich einmal schon wieder einen Zauber hinlegen. Mir wurde auch gesagt, was sehr cool ist, dass es gibt ja zum Beispiel hier, ja genau, Earth Magic 23, das... soweit ich das verstanden habe, würde der Improved Poison Bolt dann auch entsprechend einen Sekundäreffekt haben, was dann in dem Fall zum Beispiel ist, dass er eine Giftwolke hinterlässt, was extrem cool wäre, wenn dem wirklich so ist. So. Wobei, ich muss da gar nicht runter, das ist die große Halle. Und ich renne genau rein in das offene Tor. Ah, gut gemacht, Mr. Katafie, fantastisch. Selten so einen guten Rätsellöser gesehen. So, jetzt habe ich hier nämlich die Zeit, mich ein bisschen umzuschauen. Zum einen ist dort ein Armband. Und dort ist eine Tür. Wir gehen mal ganz kurz nach hier. Das ist das Armband. Ansonsten sehe ich noch nichts. Ich sehe auch keine Schalter oder sonstiges. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass es mit der Fackel dort zu tun hat. Dann werde ich jetzt auf den nächsten Schuss warten und jetzt hier hinlaufen. So. Gut, ich wollte noch rüberlaufen, habe es aber nicht mehr geschafft. Dann schauen wir uns mal... Wo kommst du denn her, Kleiner? Habt ihr gesehen, wie viel Life Leech das brachte? Ist doch ein Geräusch, ist doch... Hier ist doch was. Mann, 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 Mann. Und ein Kristall ist da auch wieder. Was wollte ich sagen und ich lüge? Habt ihr gesehen, wie viel Life Leech das gebracht hat? Cool, oder? Sehr, sehr schick. Okay. Was haben wir denn jetzt gerade bekommen? Brace of... Nochmal? Hast du das nicht schon? Ja, du hast das doch schon. Was hast du für ein Serpent? Ich überlege, ob ich das jetzt erstmal ihm hier gebe.
dann kann er das im Zweifelsfall, falls ein richtig krasser Kampf mit Gift ist, das wieder austauschen. Aber bisher brauche ich ja eher Stärke als... Oh, Alter, knapper geht's nicht, wa? So, und jetzt, ich sehe halt keine Schalter, sondern nur diese Fackel. Deswegen gehe ich einfach mal da. Da ist ein Schalter. Okay, die Fackel hat nichts getan. Nee, hat nichts getan. Das heißt, wir müssen jetzt zu dem Schalter laufen und dann... Oh Gott. Gut, dass ich da noch runtergefallen bin. Habt ihr gesehen, was auf uns zukam? Das war kein netter Gegner. Es waren wieder Feuerwesen. Hab ich schon mal gemerkt, sagte sich Feuerwesen. Ist total toll finde, es sind die tollsten Gegner überhaupt, die man sich vorstellen kann. Noch einer? Ja. Doch mal her, mein Freund. War natürlich nicht getroffen. Hier habe ich den falschen Skill genommen. So. Aus. Mann, 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 diese dämlichen Feuerviecher. So. Ich muss schon wieder mich ausruhen. Ich möchte so mit so wenig Energie und so wenig Leben bei unseren beiden Magiern nicht irgendwie weitergehen. Die Zauber fressen echt gut Mana. Gut, sonst wären sie natürlich noch mächtiger, als sie es eh schon sind, die Zauberer. Also, wenn sie in der hinteren Reihe stehen, kriegen sie ja schon relativ wenig ab. Noch ein Fallspiel. Nichts? Okay, aber hier ist doch bestimmt was. Hier ist doch bestimmt irgendein Schalter. Nee. Ach, das ist die Tür dort hinten. Ich habe gerade ein Geräusch gehört gehabt und das war die Tür dort hinten einfach. Die dort. Okay. Na? Bin so vorsichtig gerade, weil ich nicht weiß. Hier ist wieder ein Feuerwesen hinter. Wittepe! Erstmal, es ist extrem gemein, mir schon wieder so ein Tentakelmon an den Hals zu schicken, ja? Na komm her. Da, friss ein bisschen Gift. Ja, natürlich hat es den Zauber nicht. Mann, null. Maces 6, 25 Attack Power, 5 und 10. Ich meine, der macht natürlich
zu wenig Schaden. Immer schön alle Fackeln rausnehmen. Kennen wir ja langsam. Vielleicht mal schon wieder Zauber vorbereiten. Noch eins von diesen Teilen. Okay, wir sind hier einmal rum. Ich frage mich, ob man dem ganzen Vieh irgendwann noch begegnen wird und nicht nur seinen Tentakeln. Ich frage mich, ob ich das überhaupt möchte und ob ich es nicht bereue, diese Frage jetzt gestellt zu haben. Weil ich es damit herausgefordert habe und beschworen habe. Naja. Dann schauen wir mal, ob wir in der nächsten Folge unser Unheil selbst herausbeschworen haben. Oder ob wir es schaffen, noch eine Folge ohne das Tentakelmonster komplett zu sehen überleben können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir eure Tipps und Hinweise, zum Beispiel auch zu, also wie gesagt, zu dem Schalterrätsel mit den Hebeln, ob ich da noch irgendwas übersehen habe. Und ob ich generell irgendwas übersehen habe. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir doch einfach mal, können wir jetzt mal ganz schnell machen. Du hast zum Beispiel schon 64.000, du hast nur 62.000 Erfahrungspunkte, deswegen tauschen wir jetzt die beiden Halsreifen aus, damit Don Bakker auch wieder anschließen kann. Wie wir sehen, hat Kramov jetzt sehr gut aufgeholt. Nur Flonisse ist noch weiter vorne. Mr. Katafie und Kramov sind jetzt ungefähr gleich auf. Jetzt kommt er noch ein bisschen und dann passt das. Na? So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Mr. Katafie, euer Let's Play des Kaninchen. Tschüss.